Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Demo, heute dem neuen Spiel von Obsidian Entertainment. In der Demo-Version bisher leider nur im Singleplayer verfügbar. Aber wir werden sicherlich nochmal ranschauen, wenn das Spiel rauskommt, weil das glaube ich nämlich auch in Game Pass kommen wird, da das ein Xbox Game Pass Studio ist. Ein Xbox Game Studio, nicht Game Pass. Und die First-Party-Titel, von denen ja in den Game Pass kommen, glaube ich, soweit ich weiß. Von daher werden wir da sicherlich nochmal reingucken. Aber erstmal schauen wir jetzt Singleplayer wie hier rein. Wir sind Max. Because Max Life Matters. Es ist ein Survival-Spiel, in dem man klein ist. Es gibt auch einen Modus, was ganz lustig ist, wenn man Arachnophobie hat. Weil es kommen viele Spinnen vor, die natürlich viel größer sind als einer selbst. Dann kann man die... Also es macht nur visuell, ne? Man kann die so ein bisschen schrumpfen lassen und ein paar Beine nehmen oder alle Beine nehmen oder die halt komplett süß aussehen lassen. So. Aber wir lassen das natürlich alles so. Woo! Schön hohe Maussets. Ich stehe mal ein bisschen runter, weil sie dann ein bisschen strange aus für euch, wenn ich. Wenn ich sowas hier. Nicht ganz halt so schnell bewege. Jetzt vielleicht nicht. Ja, sind immer noch ein bisschen schneller. So, weg. Punch, Punch. Okay, links haben wir so Stamina, ein Grün, ein Essen, Trinken und HP wahrscheinlich. Ist gut, dass wir hier nichts vergiftet oder sowas. Da die Demo läuft 30 Minuten, okay. Dann können wir Pilze mampfen. Oder zumindest erstmal sammeln. Soll man doch am besten bestimmt auch kochen. Was piept hier so? Wir empfangen irgendein Signal. Grashalm, verrückt. Wow. Steinchen können wir auch einsammeln. So ein Kiesel. Sieht ja alles nur so groß aus, weil wir einfach nur ganz klein sind. Dann könnt ihr auch nochmal hochgucken. Könnt ihr euch das mal anschauen. Ganz schick aus. Was, wir können ein Pebble Spear craften. Brauchen wir aber noch ein Sprig. Dann müssen wir mal... Noch ein Spriginator so. Ach, du bist doch eins. Okay, Klee können wir nicht einfach so mitnehmen. So, jetzt können wir mal craften. Ein Speer, craft and equip. Haben wir hier noch? Bandagen brauchen wir. Hier Harz oder sowas in der Art. Was ein Stuffed Affid. Was ausgestopften kleinen Käfer. Roasting Spit. Ring of Stones and a Spit for Roasting. Achso, da können wir. Ah, können wir so drauf spießen, so ein Schwein dann. Oder eine Ameise da. Über dem Lagerfeuer wenden. Und da können wir gucken, wofür die Materialien gebraucht werden, die wir bisher gefunden haben. Okay. We can construct all sorts of buildings from... Aua. Oh Gott. Scheiß Riesenameuse. Ich
Leichen werfen wir auseinander. Was macht ihr immer noch Geräusche? Block Attacks. Oh, da oben ist noch einer. Oh, die kämpfen gegeneinander. Komm, ich helfe dir. Kämpf zurück. Oh. Blockt. Das ist eine Feuerameise. Oh, ist zurück. Nee. Kommt wieder. Nimm das. Hä? Das ist eine neue. Und ist betäubt. Oh, wo ist die andere hin? Was läuft da hinten noch? Das ist das, was eben verfolgt wurde. Ein Käferchen. Oh, wo ist die Feuerameise hin, die wir vorher bekämpft haben? Ist die immer abgehauen? Das ist ja frech. Erstmal müssen wir hier mal. Was ist das links? Wir haben uns irgendwas Schlechtes getan, weil wir mal ein Lagerfeuer oder so bauen sollten. Und so Pilze zu rösten oder so. Ein einziges Camp. Analysieren. Einen Stein. Dann lernen wir, was man damit macht. Und das Pflanzenfaser. Kann man damit Rüstung oder so craften vielleicht? Kann man dasselbe nochmal? Nee. Haben wir Ameisen. Beinchen. Ist das in 10 Minuten oder um 10 Uhr? Können wir erstmal nicht mehr analysieren. Stirb. Pliable textile made of interlaced plant fiber useful in crafting. Kommt ihr denn jetzt alle her? Lass mich in Ruhe. Ich will ja nur in Ruhe craft. Vor allem, ich muss was essen. Ich brauche eigentlich ein Lagerfeuer oder so. Ach ja, ein Roasting Pit war das, ne? Oder können wir einfach weiter Pilze essen? Haben wir uns reingedrückt. End Leggings kann man damit machen. Da brauchen wir zwei Stück davon, aber auch noch irgendwas anderes, was wir noch nicht gefunden haben. Chest Piece. Craft at Workbench. Das ist irgendwas, was wir basteln können, ne? End Club. Wenn davon nicht mehr, ne, das haben wir. Parts haben wir, ne? Nicht Mandibles. Und wir craften hier auf jeden Fall erstmal zwei Stück. Basic busting tool necessary to pound large things into smaller, more portable particles. Und damit können wir irgendwie große Steine abbauen und damit können wir die ganzen Sachen choppen. Aber erstmal müssen wir noch mehr Spricks finden und ein paar Pebbles. Hat sich hier irgendwas getan? Oh, einen Charge haben wir wieder. Scheint das ja gar nicht so lange zu dauern. Und dann analysieren wir ruhig mal Spricks. Ich kann auch schon wieder irgendwas draußen auf uns warten. Spiky Sprick und Trail Marker. Was Fliegendes?
Ich habe gesagt, als ob es irgendwas Flügel hier gehabt hätte. Hallo? Denn hier so Geräusche gemacht. Oh. Geht's euch gut? Wollen wir Freunde sein? Freunde sein? Oh ja. Ich hab Polizei. Oh, gerade noch einer da hinten. Ne, ist wieder so ein normaler Käfer. Schau mal, hier sind immer ein paar Pebbles mit. Jeppy Cola. Haben wir irgendwo eine Cola-Dose gefunden oder was? Auch das Ding. Oh. Da haben wir eine Menge Gegner hier unterwegs. Nicht anspucken oder was? Auch schön, aber dann kommt der immer in mir rein. Warum verpisst der hier, ne? Soll das? Auf einmal wegzulaufen, ihr Pussys. Die läuft davon. Was ist da jetzt in der Cola-Dose drin? Die Sachen anpflanzen. Geht das für mich als Zuhause beanspruchen? Jetzt irgendwas gefunden hier. Aber noch nicht diese Might-Fast-Dinger. Was ist das denn? Go to entry. Vibrant red hairs taken from a might. Habe ich scheinbar noch nicht. Aber eine Axt kann man bauen. Für den Hammer brauchen wir mehr Spricks. Spiky Sprick. Brauchen wir Needles. Kriegt man die her? Aus einer Thistle Plant. Hier eine Kantine, um Wasser zu tragen. Brauchen wir ein bisschen Leder. Da brauchen wir noch Step. Was die Pizza? Oh, wir haben eine Menge Spricks. Nehmen wir den mal in den Grashalm umhacken. Was quiekt hier so rum, da hinten? Schon wieder Ameisen. Schlürfen? Nee. Was soll ich machen? Look around you to see what you can find. Find more evidence. Bam, 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 bam. Wir sehen einmal hier on the ropes. Eine Schaufel, ein Bogen und eine Augenklappe. Das ist doch wichtig. Dann haben wir hier noch Dry Grass Chunk. Plant Lamp, Block Pellet, Plant Pellet, dann Menge zum Bauen auf jeden Fall. Kann man das nutzen. Ameisenkopf. Mounted Worker and Head. Achso, können wir nur als Trophäe an die Wand hängen.
Torch können wir jetzt auch. Und damit Leuten auch Angst machen kann. Used to dig up grubs. Aber brauchen wir eine Acorn Shell. Haben wir auch noch nicht gesehen. Hier brauchen wir Gnetfass. Oder was? Ich höre schon wieder Ameisen. Taken from a Gnet. Whatever. Find water. Hallo? Ice Bricks, das ist doch schon was. Dann brauchen wir noch viel mehr. Kiefer, eine Ameise. Lässt du den in Ruhe? Oh, ist hier von so einem Grashalm runtergetropft. Nice. Läuft der Kiefer. Ah! Und Speer geht auch bald kaputt, ne? Was wollte ich heute mal zurück, weil hier irgendwo ein Blick war, wo ich gesprungen bin. Lass mich da einmal in Ruhe. Hört auf mich zu Bulli. Gar nicht mehr so viel AP. Sollten wir mal so eine Bandage bauen. Was ist das? So ein riesen Marienkäfer. Wo war denn da? Aber ich habe noch kein Sepp gefunden. Was würde denn sowas droppen? Ich meine, wahrscheinlich kein Grashalm. Aber doch auch nicht so ein Ding, oder? Woher würde ich denn sowas kriechen? Gute Frage, was bist du denn hier? Für eine Umwelt verschmutzen. Ich weiß gar nicht, das für den Klee. Kleeblätter. Schön, dass ich hier Geräusche gehört hier. Paras. Da ist irgendwas hochgeklettert, habt ihr das gesehen? Der geht richtig in Rage. Ein richtiger Angro-Marienkäfer. Problem ist, mein Speer ist auch fast kaputt, wir können bald nicht kämpfen. Wir haben weder HP noch eine vernünftige Waffe. Ice Caps Mint Container. Richtig enraged, der Marienkäfer. Der ist aber auch das Vieh, was da hochgeklettert ist. Kommen wir denn hier rein? Und Eier drin. Ich spiele das Bricks. Ja, aufmachen. Aber nicht. Können wir was knuspern? Was haben wir denn noch? Einen Hammer. Einen neuen Speer. Bogen können wir nicht. Schaufel können wir nicht. Das können wir nicht. Das können wir auch alles nicht, weil wir das alles noch nicht kennen. Da haben wir noch kein Windbild. Da haben wir kein Hide. Das können wir. Ach komm, machen wir das jetzt ruhig erstmal hier. Wir haben hier nicht mehr so viel Zeit. Was können wir denn da kochen? Weeble. Kann das alles da roasten? Ein drei Stück. Roasting Spit must be lit to roast our meat. Okay.
Dann dauert das so. Neues. Ja, jetzt werde ich das auch. Yummy, yummy, yummy. I got love in my tummy. Wieder ausmachen. So, was haben wir noch? Blueprints for storage. Da sagen wir es zum Schlafen. To bypass the extra dangerous night time. Ach, das hier oben ist die Zeit. Ich höre doch schon wieder was. Kommt doch hier von um die Ecke. Storage Basket, Plant Pallet, Platform on which grass plants can be stacked. Okay. Aber Lock stacken, Trackable Visual Signal, so you can find your way back. Okay, das sind so Waypoints. Da sind ja nur Dekorationen und da sind ja nur die Eulen. Sollt mich in Ruhe lassen. Guck, da kam die andere auch schon wieder direkt. Auf 9. Mich zu bullen. Scheiß Ameisen. Oh, das ist doch das Ding, oder? Was bist du denn? Knuffiges. Bist du hin? Da. Könnte ich doch auch irgendwas machen. Oder nicht? War da nicht irgendwas? Irgendwas konnte ich die doch machen, habe ich mir so eingebildet. Weiß ich gar nicht mehr. Irgendwo war da, glaube ich, was. Achso, und ich kann jetzt hier das hier machen, weil ich das einmal gefunden habe. Dann kann ich mich mit 8 bandagieren. Das hat ja nicht so viel geheilt. Ich wollte gerade fragen, warum hier Licht ist, aber es ist immer noch mein Lagerfeuer. Ich sollte nicht mal wieder analysieren gehen. So, wir noch was hacken. High Grass. Wo anders soll ich normales Grass hacken? Kommt Plant Fiber raus. Ach, und Grass Planks, die man, mit denen man dann Sachen bauen kann und die man dann auch eben so lagern konnte. Was soll das? Ich dachte, das wäre die Research Station, aber ist es nicht. Wo war die denn? Gibt's eine Map? Ne, böse Ameisen gibt's da. Nichts. Hier, nimm das. War da irgendwas auf dem Ding, was ich da gerade gegengehauen habe? Was hat da gegrunzt? Was ist da gegengehauen? Die kleinen Dinger hier wieder rumhüpfen. Ist das? Oder was war das? Power Science. Was war das denn? Eine Box? Oh ne. Tag Active. Ist das ein Funkgerät? Oder so? Aber wo, oh fuck, sind hier viele Ameisen? Wo war denn die Research Station? Als ob ich das noch wüsste. Kommt da hinten, ist dieses Eisding, oder? Da
müsste es doch irgendwo in die Richtung gewesen sein, glaube ich. Da unten. Hier, die verfolgt mich. Eine Gasmaske. Und dann sehen wir mal das Fleisch. Schüchen. Aber nicht das Fleisch, sondern das Vieh analysiert. Jo. Daraus kann man uns auf jeden Fall Sachen bauen aus den Kleeblättern. Und zwar erste Rüstungen. Irgendwo. Da. Brauchen wir nur Fibers. Und dann bauen wir uns ein Hütchen. Noch eine Workbench. Können wir denn eine Workbench? Haben wir auch schon erforscht? Requires Workbench. But what is the Workbench? I don't know the word Workbench. Workbench Tools. Aber wir kennen auch keine Workbenches. Press planks in the wall. Dunkel. Kannst du ein Bettchen bauen? Da wollte ich doch gerade ein Bettchen, ne? Was brauchen wir denn für die Schuhe? Immer noch dieses Maidfass. Wo war denn das Bettchen? Da. Lass hier reinbauen. Ich habe Angst draußen zu schlafen. Spooky. Ich will gerne schlafen. Darf ich noch nicht schlafen? Zu früh? Ich dachte, das wird genutzt, um durch die Nacht zu schlafen. Sleep to bypass the extra dangerous night time. Schon wird es noch nicht night, aber wir können nicht schlafen, weil weiß nicht. Eigentlich müssten wir ja schlafen können. Ist wahrscheinlich noch zu früh. Graswelt. Was können wir denn so basteln hier? Erstmal den Boden. Ich sehe doch auch nicht mal den Boden, was soll ich denn da platzieren? Aber ist ja auch noch später oder irgendwas Frühes. Was habe ich gehört? Darf ich jetzt schlafen? Nein. Das ist wieder ein kleines Vieh. Wir haben nichts mehr zum Analysieren. Die greifen auch gar nicht immer an, oder? Wenn ich sie angreife, scheinbar. So ist jetzt gerade, denn sie ist rot geworden. Hier schon wieder irgendwo hochgeklettert, komm runter da.
braucht ihr denn hier noch was? Tada, krass, ne? War noch ein bisschen buggy, aber. Roof Corner. Floor. Towards. Die muss man auch gar nicht auf dem Boden bauen. Das ist ja auch doof, wenn man das so erstmal platziert und dann noch nichts machen kann. Und dann die bösen Ameisen alle schön angucken. Kann ich durchschlafen. Ist jetzt böse oder nicht? Jetzt bist du nicht rot. Oder bin ich nur hier drin, zeig? Sonst geht's euch gut da draußen, oder? Oder was geht da? Komm noch her, ne? Komm noch rein! Komm noch her! Scheiß Ding! Können wir eigentlich reiten oder was? Irgendwie wollte ich den anklicken als der. Da, aber komm, das müssen wir noch probieren hier. Hm, ja, keine Ahnung. Eben stand noch irgendwas anderes außer End, aber. Keine Ahnung. Jetzt ist sie vorbei. Oh, warte, wir können nur zu den Marienkäfern, sind die doch da. Shit. Hätten wir natürlich noch probieren können in den letzten paar Sekündchen. Marienkäfer. Oh, 24 geht gleich los, hört ihr das? Shit. Wenn ihr das sehen wollt, müsst ihr wieder einschauen, wenn wir das die volle Version spielen. Und danke fürs Zuschauen, das war Grounded. Game Preview begins July 28. Wird das auch Early Access oder was? Oder was heißt Game Preview? Oder heißt das, dass dann die Game Pass Leute auch vorher spielen können oder sowas? Keine Ahnung. Wie gesagt, wir werden auf jeden Fall sehr wahrscheinlich reinschauen, wenn das Spiel draußen ist. Und daher bedanke ich mich fürs Zuschauen. An sich eigentlich ein cooles Survival Game bisher. Ich weiß halt nicht, wie viel Tiefe es bietet, aber bisher hatte ich noch eine Menge zu tun. Und da bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns zu einem anderen Spielchen. Bis dann, Imanski. Reingehauen, Ski.